Herzlich willkommen hier zu Let's Play DayZ. Hier ist euer LT Rustikal und wir sind wieder dabei. Die schöne Truppe und ich begrüße jetzt erstmal den Hoodie. Hi. Dann begrüße ich den Talama. Ja, hallo. Dann begrüße ich den Martin. Guten Abend. Den Micha. Hi. Den Monk. Hallo. Und dann haben wir hier zwei neue dabei. Das ist Saleh und Sokra One, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Hallo, das heißt aber Skora. Kein Problem. Oder guten Abend. Okay, Skora, aber warum schreibst du das mit SK? Ja, das ist schon ewig alt. Ah, okay. Bestimmt schon 10 Jahre oder so, den Nickname. Ah, okay, okay. Ja, auf jeden Fall werden wir jetzt nach Lambermeer gehen, denn kurz vor der Aufnahme wurde unser Saleh, glaube ich, erschossen, wenn ich richtig... Nein, Skora war es. Okay. Skora mit K wurde erschossen. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal gucken, wo wir Krieg führen können, ne? Würde ich mal sagen. Auf geht's. Ja, auf. Time is money. Ich muss noch eine Minute warten, bis ich darauf darf. Eine ganze? Ja, er hat die Spawnzeit nochmal neu angefangen. Okay. Ich bin in der Serverauswahl gelandet. Welcher Server ist das jetzt? DayZ World. Ja, und wenn sich die Leute fragen, ja, warum habt ihr denn eigentlich immer wieder neue dabei? Ja, warum denn nicht? Also im Endeffekt mache ich das so, wenn mal Leute nicht da sind, dann kommen Leute dazu, wenn die Lust haben. Wenn nicht, dann haben sie keine Lust. Aber ich versuche eigentlich die Truppe immer so mit 6-7 Mann aufrechtzuerhalten. Denn wir können ja, also ich glaube, Monk kann das bestätigen. Oder war das, ja, Monk war das, glaube ich, kann das bestätigen. Das Gefühl, wenn 8 Leute hinter ihnen einstehen, ist sehr erschreckend. Ja, das stimmt wohl. Und dann noch hinter mir herrennen und du nirgendwo hin kannst. Ich glaube, das kann jeder DayZ-Spieler bestätigen. Würde ich auch sagen. Unterschreibe ich so. Ja, wie naja, bei schon, ich hab schon wieder vorher, you are dead. Oder so, ja. Er will mich nicht... Aha, da ist er doch. Ich bin drauf. Jo, also wir haben... Ich jetzt auch. Wir hatten das halt jetzt gestern in der Session gehabt. Also ich mache ja generell 3 Sessions oder 4 Sessions in der Woche. Und wir hatten das dann so gehabt, dass wir in der Polizeiwache waren und dann ist jemand... Und dann ist dann jemand rechts in den Raum reingegangen. Und der wurde dann angeschossen, dann ist er schreckhaft wieder zurück und dann hört man nur aus dem Raum: Hello, you are friendly? Weißt du? Und dann denkst du dir, okay, warum schießt der denn, wenn er fragt, ob wir freundlich sind? Aber er ist dann hinterher mit uns mitgelaufen, aber das sind die Österreicher, die sind ja eh sehr vorsichtig, ne? Na, von wegen. Schießen, dann fragen. Genau, von wegen, ja, ich möchte da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Hello, are you dead? Aber er hat sich dann auch gestern gewundert, ne? Also der erste Spruch von den meisten ist: Wie viele seid ihr denn? Ja, und wo er dann rauskam, immer mehr: Ey, wie viele seid ihr denn jetzt wirklich hier? Ja. Kann ich mal einen kleinen Zwischenstand bekommen, wo ihr jetzt euch befindet, circa? Die jetzt gerade nach Lambermüll gleich eintreffen werden. Ich habe hier ganz viele Bäume vor mir. Vorbei. An der Plantage wahrscheinlich auf der Höhe, richtig? Nein, nicht bei der Fabrik. Nicht ganz. Die kommt gleich zur Küste. Ja, sprich hinter diesem Gebäude gleich mal links abbiegen. Sind noch alle da, alle 4? Ja. Ja. Beziehungsweise 3, es waren ja 3, ne? Ja, mit dir 4. Ja, ja, aber ich zähle mich ja selber nicht, ich weiß ja, dass ich da bin. Das solltest du tun, nicht, dass du dich mal verlierst. Ja, stimmt wohl. Wenn du jetzt schizophren wärst, ne, ist wär's. Und direkt auf den Berg hoch und dann werde ich mal mit meinem Long Range kicken, was so los ist unten, ne? Wisst ihr, kennt ihr das Gefühl, wenn mein Kopf einfach richtig übel zerstreut ist und dann immer wieder Sachen vergisst? Ja, jetzt ja, oh, ja. Das kenn ich sehr gut in meinem Alter. Also ich hab das mal letztes gehabt, wollte Auto fahren, bin dann zum Auto gegangen, mach das Auto auf. Fühl so rum, ich denke so, okay, wo ist mein Portemonnaie? Da ist mein Führerschein drin. Also mache ich Auto wieder zu, gehe wieder hoch. Unter Dachgeschoss habe ich halt meine Wohnung. Mach die Wohnungstür auf, leg die Autoschlüssel und die normalen Schlüssel zur Seite, such mein Portemonnaie, nimm meinen Schlüssel mit, geh zum Auto, fühl herum, mein Autoschlüssel nicht mehr mitgenommen. Nee, ich glaube, wir sollten nicht zur Küstenstraße, wir sollten uns immer am Waldrand orientieren. Okay. Also jetzt sind wir gleich bei der Plantage hier. Ja. Bei der
Apfelbaumplantage. Ja, wir haben einen Zombie hinter uns. Ja, lass den Zombie da sein. Okay, die Apfelbaumplantage. Der will doch nur spielen. Die ist kurz vor Berenzino. Salle? Ja. Bist oder warst du beim Bund? Nein, leider nicht. Okay. Ich hab mich nur gefragt wegen dem Punktdisziplin, was du eben gefragt hast. Das ja, ist das von dem, von unseren, Ihr müsst LC mich mal kurz abdecken. Ihr müsst mich mal ganz kurz abdecken. Von unserem LC-Squad, da, da haben wir so einen Member, der immer so ein bisschen drauf... Moment, ich hab Telefon hier. ...plädiert. Ah, okay. Dass sich immer alle so durcheinander, Hallo? Weil jetzt halt bei einer Schießerei, wenn es halt dann wirklich losgeht, dann ist immer so wirrwarr, dann ist immer Wahnsinn. Hallo, wer ist da? Es kommt jetzt gleich noch jemand hier bei. Ja, Talema, ja. Ja? Ja, ja. Er telefoniert. Ja. Nein. Ja, weil dieses. Der Begriff Punktdisziplin ist ja eigentlich Bundeswehr-Jargon. Ja. Darum habe ich mich gefragt. Also ich warte jetzt eigentlich nur darauf, dass der Apollo hier ins TS kommt, der mit uns beim ersten Mal mitgelaufen ist. Da ist er auch schon. Hallo Apollo. Hallo. So, hallo. Apollo, egal wo du bist, wir sind in Richtung Lambertmel unterwegs. Sind wir dann Zombie? Ja, ich bin bei den großen gelben Kran, das sagt euch doch bestimmt was von Berenzino, oder? Ja, ja, der ist bei direkt, der Baustelle. Direkt hier vor. Seid ihr daran schon vorbei? Oder? Nein, da kommen wir gleich dran vorbei. Okay, dann ist das perfekt. Ich bin da genau bei der Brücke da, die da unter dem kleinen Bach da ist, da an der Küste da. Aber... Sag mir Bescheid, wenn er hier so langsam zu dem grünen Haus kommt, hier vorne mit dem Brunnen. Ja. Also wir sehen jetzt schon den Kran. Ja, ja, ich sehe den auch von weit weg, wenn ich jetzt gleich einlogge, aber wir werden uns gleich irgendwie uns finden. Voller Server, oder? Ziemlich. Ist ein ziemlich voller Server, du solltest auch dann ziemlich schnell joinen. Jo, ja, ich bin im Gebüsch, also ich habe keine Angst hier. Ja, ich sag noch, weil wir... Wegen der Memberzahl, oder? Also ja, wegen der Spieleranzahl. Achso, ja, klar. Also du bist bei der Baustelle, sagst du, nicht bei Berenzino, ja? Nein, ich sehe die Baustelle von relativ weit weg, vielleicht 2-3 Minuten laufen oder so. Ja, wir auch. Ja. Wir kommen aus Richtung Elektro. Komm gerade westlich von Lambermill, gerade zu Lambermill rein. Ja, aus Elektro, ja klar, aber... Da sind wir schon längst dran vorbei, ich wollte gerade sagen. Ja, also wie gesagt, wir sehen ja die Baustelle schon. Ja. Sonnstein. Mal gucken, ob er jetzt mal draufkommt hier. Ah, ich komme drauf. So, ich würde sagen, wir gehen weiter. Sind jetzt alle wieder da? Ja. Okay, Talamar, bist du auch wieder? Noch am Telefon. Okay, dann warten wir noch auf Talamar. Oh, hier schießt ganz fies einer mit dem Cheetah M4 Mac. Ja. Die Aufnahme schon an? Ja. Ah, okay. Dann hallo an alle. Hallo nochmal. Wir sind noch ein Stückchen südlich von der Fabrik, nördlich von Solnischen. Ich warte hier, bis Talamar sein Telefongespräch beendet hat. Marcel, wo willst du hin? Ach, Talamar ist gar nicht bei uns in der Gruppe drin, ne? Ja, dann können wir weiterlaufen. Wo wollen wir jetzt genau treffen, Leute? Wo bist du denn jetzt genau, Apollo, wo bist du denn? Siehst du, kannst du zur Baustelle kommen? Ich kann zur Baustelle kommen. Ihr müsst sagen, ob wir uns da unten treffen wollen. Ja. Oder wo auch immer. Ja, wir treffen uns ja in der Nähe vom Kran. Okay. Ach so, Berendino-Baustelle beim Kran. Ja, genau. Soll ich auch nochmal zurückgelaufen kommen? Weil da ich bin noch ein Stück weiter oben. Wir wollten uns ja, da holen wir jetzt nur den einen ab und dann treffen wir uns bei dem Grünhaus da am Brunnen. Ja, das ist ja eh schon vor. Ja, stimmt, das können wir noch machen. Hellgrüner Mountainbackpack, ne? Leute, nur mal so. Gut. Wo ist meine Truppe? Warum ist meine Truppe? Ah, da. Welche Truppe soll ich jetzt noch dabei kommen, oder ist das jetzt egal? Wir haben hier keine, wir haben gleich eine große Truppe und sind gerade mehr oder weniger schon im Krieg im Lambermel. Okay. Wenn jemand direkt bei euch an der Baustelle ist, dann sagt sofort Bescheid. Oh, Entschuldigung, das war Telefon. Okay, weiter Richtung Berendino-Baustelle. Ich gucke jetzt einmal bitte Fernglas, meine Truppe muss mir mal kurz abdecken. Einmal kurz gucken, ob ich da was erkenne. Hat hier zufällig eigentlich einer noch eine zweite gescheite Kanone für mich? Ich habe eine Mose mit Longrange übrig.
Ich hab auch noch eine M4 über. Mit einer Mosel würde ich mich anfreunden. Gut, wenn du zum Kran, wenn du zum Kran kommst, zur Baustelle, hinter uns. Kannst du sie gerne haben. Ich bin so der nächste einsame Punkt von euch, wenn ihr dann weiter Richtung Norden läuft. Ich bin hier an der ich bin ja an dem grünen Haus mit dem Brunnen, was dann demnächst dann kommt. Ja. Oh. Also ganz, ich kann auch noch so lange warten. Update, Leute, ganz in der Nähe des Krans ist geschossen, aber ich sehe da noch keinen. Aber ihr seid auch nicht, ne? Nee. Ich hab's aber keinen gesehen. Boah, aber jetzt frontal von mir, vielleicht 50, 60, na lass 150 Meter sein, schießen sie auch hier in Lambermüll. Ja, das ist ein ganz beliebter Punkt für sowas. Für Shootouts. Ja. Wir können okay, auch, Corral sozusagen. Wir könnten auch die einsame Scheune da vorne nehmen, die da vorm Dinges ist. Boah, aber Cheetah Mac vom Feinsten hier. Auf dem Sandberg steht die irgendwie so, also Sandberg ohne Gras drauf halt. Ja, aber da müssen wir müssen ja dann durch die Baustelle, glaube ich, ne? Nee, die ist davor. Ich weiß ja nicht jetzt genau, wo ihr seid. Das also wäre nur ein Vorschlag, weil das ist eigentlich sicher. Ich sag ja nur eigentlich. Sandberg, Ja, die steht auf so einem Sandberg ohne Gras drauf. Wisst ihr, wo er meint? Neben der Baustelle wahrscheinlich direkt, oder? Ist das so ein Nee, die ist noch vor der Baustelle. Direkt geradeaus vor uns, die meint er. Ja, dann gehen wir jetzt dahin. Die Sandberge links und rechts, siehst du ja? Ja, du meinst, ja, okay, dann gehen wir da eben hin. Die ist direkt vor uns, die kleine Scheune. Hat die auch ein rotes Dach oder sowas? Ja, ne? Nee, bei uns nicht. Warte mal. Ja, so ein bisschen. Ja, es schimmert so leicht rötlich, so vielleicht. Ja, und da hat nur einen Eingang, der zur Baustelle. Ja, ich sehe da Leute zulaufen, das seid ihr, ne? Ja. Genau, vier Stück. Gut. War jetzt der dabei, der die Moseln haben wollte, oder? Nee, ich bin noch ein Stück weiter. Grünhaus. Okay. Unser nächster Treffpunkt. Ach, perfekt. Wiggle. Martin, hast du es mitgekriegt? Den neuen Treffpunkt? Also den grünen Haus, den ich richtig gehört habe. Mit dem Brunnen. Das ist genau bei Lambermill an den Bahnschienen, an der Ecke von dem Industriegelände. Da, wo wir uns die letzten Tage schon öfters aufgehalten haben. Okay. Ah, alles klar, das ist ja am südlichsten Rand. Von genau, so ungefähr, südlichster Rand von Lambermill, also so. Okay, also, ich muss jetzt... Wir sind jetzt gerade an der Factory vorbei. Ihr. Nee, nördlich von nicht neu, ja. Ah, mein Headset spackt gerade ein bisschen, Moment. Ich esse jetzt gerade mal was. Ja, ich höre wohl noch was, aber ich hab's ein bisschen kaputt hier. Den Knister, jetzt geht's wieder. Macht ihr jetzt noch kurz Pause oder seid ihr schon wieder weiter unterwegs? Nee, ich bin gerade am Essen und dann können wir losgehen. Ich will Healing sein. Okay. Brauchst du was zu essen oder hast du alles? Naja, ich hab doch alles. Ich hab doch fünf gelbe Cases. Jo. Boah, ich hab noch Cornflakes, das geht ja schnell und da kriegt man keinen Durst von, das ist ja ganz praktisch. Sieht ja mal so gut ausgestattet noch, ne? Ja. Ja, ich hab auch noch alles. Ich bin gerade vor... Salik, ich sehe gerade das grüne Haus. Ich bin gerade vor einer Stunde gestorben. Ich hab mir jetzt mal so das Nötigste wieder zusammengebaut hier. Okay. Aber dauert ja meistens nicht lange so. Gut, also, wenn ihr bereit seid, dann gehen wir weiter los. Sind wir jetzt alle? Hier fehlt doch noch einer, oder? In der Truppe? Einer von draußen, den ich gesehen hab. Aber bei mir funktioniert gerade auch nichts, was ich hier möchte. Also sollte jetzt eigentlich das in die Hand nehmen. Ja, es läuft nicht. Wenn die Server voll sind, laufen die nicht mehr ganz so rund zur Zeit. Ja, das ist immer so. Auch gerade mit dem Soundbug ist extrem nervig. Und vor allem, wenn du was isst, dann steht das jetzt 30 Sekunden später, dass du was gegessen hast. Ja. Okay, Salle? Ja? Bist du noch in dem grünen Haus? Nee, du bist gerade an mir vorbei. Ich bin hinter dir in den Schuppen. Okay, ich muss jetzt mal trinken. Ja, dann trink mal. Gut, wichtige Frage. Bleibt noch beim grünen Haus oder sollen wir besser den großen Bogen um Berengino machen? Grüne Haus hier unten in Lambermel. Ja. Kurz davor. Also am Anfang. Achso. Okay, weil dann ist der kürzeste Weg ein Stück an der Küstenstraße lang. Also das grüne Haus ist auch direkt unmittelbar an der Küste, direkt an der Hauptstraße. Ja. Wir laufen jetzt auch unten lang. Da sind aber das ist natürlich sehen. Für die Sniper ja, der wollte gerade eigentlich kommen, Straße, aber der kommt irgendwie nicht. Ja, lassen. Ja, jetzt kommt er, oder? Wir laufen jetzt hier rum. Seid ihr da? Guck mal ein bisschen in die Richtung von Lambermill, Lars, weil da kommen von die ganze Zeit Schüsse. Ich hab eh nichts. Truppe, seid ihr unterwegs, oder? Ja, scouten in kannst du ja trotzdem. Wo seid ihr lang? Da, ich sehe euch.
Ja, ich will nicht so offen rumlaufen, aber auch nicht zu gedeckt. Ja. Ja, zwischen den beiden Sandhaufen. Hast du schießen hier lassen? Nee. Bitte. Hinten, glaube ich. Wenn ich was sehe, schreie ich Kontakt rechts oder links. Schon wieder Schuss, hast gehört, ja? Ja. Da werden wir auf jeden Fall Spaß haben heute. Ja, Dick, glaube ich, auch. Wir sind an der Plantage. Dann sind sehr gleich da. Ja. Aber wir können ja gleich nochmal am Hafen dann vielleicht gucken, ob mein Rucksack und sowas noch da liegt. Das bin ich so auf der Äpfel und man kann sie nicht pflücken. Noch nicht. Wann bist du denn gestorben, Lars? Wie lange ist das her? Ach, nicht sehr lange. Mal hier schnell mal die Bar hier drüben checken nochmal kurz. Diese schönen Briefmarkenapfel da, ne? Weil die so platt sind, weil die so im Baum hängen. So, ist meine Truppe jetzt da? Ja. Ja, ja. Gut, weil nicht, dass ich dann alleine hier stehe auf einmal, wenn vor mir Leute sind. Nein, alle da. Die sind alle hinter dir. Naja, das befürchte ich auch, dass ihr alle hinter mir seid. Menschliche Schutzschild. Ah, das erschreckt mich doch nicht so. Ah, ich brauche ein neues Headset, ey. Scheiße. Euch auch. Ich habe mir vor einem Monat erst ein neues geholt. Ja, bei mir knistert das so, wenn ich das Kabel zu bewege. Ich weiß auch nicht. Kabel. Ja, bestimmt Kabelbruch oder irgendwo ein Wackler drin oder so, ja. Ja. Bräuchte mal eins mit größeren Ohrmuscheln. Ja, ich habe auch so kleine, aber sonst schützt meine Ohren so schnell. Ja, bei mir sind sie relativ groß, aber ich habe mir heute die Ohren... Wir sehen jetzt übrigens auch diese Sandhügel. Wir können noch warten, oder? Ja, eigentlich. Ja, könnten wir machen, aber ich weiß nicht... Sind jetzt schon gleich am Grün aus? Ja, muss ich gerade sagen. Ja. Naja, die Berenzine-Baustelle ist noch ein gutes Stück vor uns. Dalek, bin schon wieder rüber, Jan. Wo bist du? Ja, ich bin auch schon wieder hier auf der Seite. Achso, okay. Alles cool. Kann ich ja mal nach einer 20-minütigen Wartezeit meinen Schuppen hier verlassen. So, jetzt müssen wir hier aufpassen. Wer läuft da drüben? Wo ist der drüben? Grünhaus ist ein Nubi. Ja, und einer mit einer schwarzen Jacke, richtig? Ja, wir haben euch. Ja. Genau, das sind wir beide. Ach, du wolltest doch die Sniper, oder? Bitte? Oder wer wollte jetzt die Sniper? Ja, ich nehme die. Wonk, bist du ja, da? Ja, kein Problem. Ich muss die Stimmen, ganz viele Stimmen halt, ja, also. Wie war dein Name jetzt? Nehmen. Ich bin Salle. Salle, okay. Oder Bob, oder wie, nachdem wir lustig sind. Ja, komm zu den Schienen hin. Ja, bei mir ist auch immer Bob. Nein, Silent nicht Bob? An den Schienen, wir machen das am Haus. Ja, oder am Haus. Also es wäre ganz cool, wenn ihr Lars bzw. Scora hier, das ist der Nubi, wenn der eine Kanone bekommen könnte und weiß ich nicht. Also ich nehme. Der kriegt wenn, ja von mir eine Mosin jetzt. Ich wollte eigentlich die Mosin, der mit der schwarzen Jacke hier. Ach ja, ich bin jetzt ein bisschen durcheinander, Leute. Also ich kann eine Magnum anbieten, wenn er mag. So, hier, ich leg hier eine beim Brunnen, eine hin, also. Ja, okay, alles klar. Monk, legst du die M4 dahin? Und 15 okay. Schuss. Der Schuss brauche ich nicht, ich hab noch selber gerade ein bisschen. Ja, er kann trotzdem mal die 15 Schuss hier mitnehmen, wenn er will. Hier, wo ich gerade stehe, der hellgrüne Mountain Backpack. Ja. Der gerade rumwickelt, der die auch haben Also ich will. Schmeiß jetzt hier noch nur eine Double Rifle, wenn die noch einer haben möchte. Ja, kann dann die gerne nehmen. Okay. Kommen auf eine weitere Obstplantage zu, haben die ersten Stausteine vom Industriegebiet am Hafen gesehen. Okay. Die Munition noch gefunden, ne? Wie gesagt, Monk hat jetzt hier eine M4 hingelegt am Brunnen. Hier. Und ein 30er Magazin noch dazu. Wo der Typ wickelt. Ja, okay. Dazu. Lars, brauchst du noch Munition? Nee. Ich nehme noch die M4 von Monk. Ja, ich suche die gerade. Hier mit Munition und hinter dir, hier hinten. Hinter dir. Hier hinten. Ah, hier, okay, klar. Hast du schon wieder zwei M4s mitgeschleppt, Monk? Ja. Meine Güte. Eine festgeklebt, eine mitgeschleppt. Genau. Oh, also, ja. Von der Plantage werden wir möglicherweise zwei Zombies mitbringen. Ja, das ist das weniger Problem. Das Problem, was ich jetzt gerade sehe, ist. Ja, das ist ja hier mit dem Magazin und die Schuss muss auch immer noch mitnehmen. Nimm mit, sonst. Habe die Schule im Blick. Kommen im Zickzack auf das in Richtung. Ah ja, sehr grünes Haus. Oh, warum nimmst du den Magazin nicht? Ja, die Schule ist links von uns, also das grüne Haus ist rechts ein Stück. Ich sehe jetzt im Zickzack vom Blick auf das graue, auf das grüne Haus. Bei der Blaze liegt noch ein M4 Magazin, wer jetzt keinen Tag. Genau, oder noch einen Ersatz braucht, habe ich extra da hingelegt.
Das Problem wird sein, dass er nicht viel tragen kann, ne? Nee, kann auch nicht viel tragen. Ansonsten nehme ich das M4 mit. Ja, nein, genau. Ich doch, kann's auch den nehmen. Kann ich noch mitnehmen, aber jetzt bin ich voll. Wo ich die ja, ich komme in den Hof. Da ist Ena. Ja, ich komme gerade auf den Haus zu. Okay, ich habe auch alles voll. Ich kann die Munition nicht mitschleppen. Arsch, also ich kann die, zur Not kann ich die nehmen, wenn einer, also... Ja, nimm mal mit. Wo liegt die? Hier bei der Double Rifle. Da liegt nichts mehr, weil ich sie hab. Hallo! 40 Schuss, ja. M4 liegen da noch. Hallo! Tag. Ja, M4 braucht noch einer M4 Schuss? Ich hab... Ne, ich hab genug, ich hab... Ich so. Hab... Oh, eine orange Regenjacke, cool. So, sind ja. Wir jetzt alle. Der sieht mal freundlich aus, der Kollege. Die anderen sehen hier voll aggressiv, Camo-mäßig aus. Ja, der mit dem Motorhelm sieht auch noch ein bisschen nett aus, aber nur ein bisschen. Okay, das bin ich. Also, hier machen wir jetzt erstmal einen Cut, denn wir werden jetzt erfahren, ob wir bei der nächsten Folge ja, auf ein paar Leute treffen oder nicht. Ich bedanke mich erstmal und wünsche euch einen schönen Abend. Tschüssi!